So, jetzt ist heute mal ein bisschen länger Stream ist starting gewesen, aber das ist auch überhaupt nicht so schlimm, weil wir ja jetzt dann irgendwann auch mal anfangen wollen, ne? Wir wollen ja nicht hier ewig lange warten. So, ja, da ich gestern einen Termin hatte, an den ich gedacht habe, habe ich mich dazu entschlossen, die Streams einfach um einen Tag zu verschieben. Das heißt, der gestrige Stream kommt heute und der heutige Stream kommt dann morgen. Was ja aber an sich kein Problem darstellen sollte. So, das heißt, heute kommt Lego Harry Potter. Dort haben wir letztes Mal Heute kommt Lego Harry Potter. das fünfte Spiel angefangen. Und haben uns, soweit ich weiß, das Zaubern verbieten lassen von Dolores Umbridge, haben unseren Gerichtstermin erfolgreich überstanden, aber zum Glück. Und haben daraufhin Dumbledores Armee gegründet. Das hat uns aber nicht so wirklich weitergeholfen, weil wir ja keinen Ort zum Zaubern hatten, weil die gute Dolores ja alles unter Kontrolle hat. Und damit natürlich dann auch dieses Verbot strikt durchsetzt. Und dann hat Neville, war das, glaube ich, den Raum der Wünsche gefunden. Indem wir ja dann unser erstes Training auch schon hatten. Danach haben wir dann doch im Unterricht, ich weiß gar nicht, ob es jetzt wirklich Unterricht war oder ob das jetzt einfach nur so vom Spiel so gebraucht wurde, sage ich jetzt mal. Da haben wir dann einen Zauber gelernt, der uns eigentlich verboten wurde, den wir jetzt wieder benutzen können. Da, ich sag's gleich, das Game Capture heute nicht so funktioniert, wie es soll, werde ich euch heute um die Übertragung von dem Spiel zu starten, werde ich euch einmal bis zur Endlichkeit und auch wie weiter senden müssen. Ich hoffe, dass das, ja, ich weiß ja, dass das eigentlich kein Problem ist, mache ich bei anderen Spielen ja auch. So, damit wart ihr auch schon einmal bei der Unendlichkeit und noch viel weiter. Und diesmal gucke ich vorher, ob das diesmal im richtigen Modus aufgenommen wird. Sieht aber ganz so aus, als hättet ihr Vollbild. Nee, es ist ein bisschen klein. Gut, okay. Dann gehen wir doch mal in die Video, ob das passt. Fangen wir mit erstmal so einen halben Bildschirm. Was passiert jetzt? Morgen, Aki, ja. Nur halt irgendwie mit einem blöden, Oder ist das da oben mein Streamende? Aki, kannst du mir mal kurz sagen, ob das bei euch Vollbild ist, das Spiel? Bei mir sieht das auf meinem Bildschirm, auf dem ich den Stream nebenbei schaue, sieht das kleiner aus. Okay, gut, danke. Ja, genau. Ja, Defendo war es, genau, Defendo. Defendo haben wir letztes Mal gelernt, damit können wir in diesen roten Wänden, aus diesen roten Wänden Figuren ausschneiden, um uns neue Wege zu erschließen. Ich bin mal gespannt, was für neue Wege uns das denn jetzt Tatsache erschließt.
Ihr habt total beschissenen Ingame-Ton, merke ich gerade. Einen Moment, ich muss das Spiel einmal beenden. Es tut mir leid, aber so habt ihr... Das liegt daran, weil das Spiel... Dass ich das Spiel gestartet habe, als es noch auf der falschen Quelle war. Und dementsprechend sich das Spiel eine andere Audioquelle, einer anderen Audioquelle bedient, als es sollte. Das macht es schon wieder. Ah, ich weiß, wo der Fehler ist. Ich weiß, wo der Fehler ist. Da ist der Fehler. Ja. Gut. Alle guten Dinge sind drei, ne? Überspringen. Verlassen wieder. Und nochmal starten. So. So. Ich mach das... Obwohl, jetzt hört das sowieso den Ton. Jetzt habe ich aber das Problem, dass ich halt jetzt reden muss, damit das, damit YouTube, damit das alles nicht gesperrt wird hier. Oh, einmal hier überspringen, bitte. Ja, danke. Man muss das nicht alles hören. Beliebige Taste, Spiel laden, Spielstand 1, ja, Spiel laden. Und während das Spiel gleich lädt, wechsle ich dann den Bildschirm wieder. Ja, jetzt kann ich das wieder wechseln, sodass ihr das Spiel seht. So. Dafür schicke ich euch natürlich wieder, wie sonst auch, einmal zurück in die Unendlichkeit und noch viel weiter. Und jetzt kann es endlich losgehen. Jetzt habt ihr auch vernünftigen Ton. Ja gut, ich kann jetzt rote Objekte benutzen mit, Och nee, sag mir jetzt bitte nicht, dass die Steuerung resettet wurde. Warum? Okay. Oh Gott, okay. Nein, springen hätte ich auf eine Leertaste gerne. Aktion hätte ich gerne. Ich meine, es war Pfeil nach oben. Ich habe es natürlich jetzt auch nicht mehr im Kopf. Wäre ja auch langweilig. U war, glaube ich, da. Erstmal annehmen. Oh nein, warum hast du das denn nicht gespeichert vom letzten Mal? Obwohl, warte mal, U ist oben, dann machen wir doch hier einfach mal Pfeil nach oben draus. K ist rechts. Okay, aber springen mache ich trotzdem nach da. Dann mache ich jetzt Aktion auf, ist das da? Dann Pfeil nach links, nächster Charakter, nee, das war definitiv falsch. Das ist so unglaublich nervig. Warum kann das nicht einfach gespeichert bleiben? Ich habe doch letztes Mal schon ewig dafür gebraucht. Ich nehme jetzt erstmal die hier an. Ach so, okay. Dafür brauche ich erst noch einen vorigen Charakter. Ja, keine Ahnung. Benutze ich das sowieso nie. Halt. Okay, das war schon mal falsch. Ich merke mir doch... Es hat nichts angenommen. Wofür habe ich auf Annehmen gedrückt? Dieses Spiel, ne? Also, Aktion rechts. Springen, Leertaste. Spezial oben markieren, links. Voriger Charakter. Von mir aus L, ist mir auch egal. Voriger Zauberspruch, Q. Nächster Zauberspruch, E. Und...
Darf ich jetzt? Jetzt sieht es wieder gut aus. Dann hoffen wir doch, dass es diesmal gespeichert hat und wir gehen dann bald weiter. Ja gut, immerhin kann ich jetzt Zauber aufsuchen. Ob das ganz richtig ist, das werden wir dann später sehen. Ja, es ist richtig gut. So. Also das hat zumindest funktioniert, wie ich wollte, wie es gewohnt war. Hoffen wir, dass es so weitergeht. Ah, jetzt brauche ich meinen neuen Zauberspruch direkt einmal an einer Wand, was auch zu erwarten war. Wie ging das nochmal? Fein nach rechts, okay. Ach ja, genau, jetzt muss ich hier diese Dinger ausschneiden. Aber das erklärt mir noch nicht, wie ich dann da durchkomme, weil Harry ist definitiv breiter als dieses Ding. Ah, okay, es geht ganz kaputt. Also nichts gegen Harrys Breite oder so, aber da würde ich natürlich niemals was gegen sagen. So. Ich doch nicht. Warum sollte ich da auch was gegen sagen, ne? So. Oh. Boing. Einmal Feuer anmachen. Hier ist so eine Weasley-Box. Also ich muss sagen, ich finde die Änderungen, die passiert sind, sehr interessant. Im ersten Teil waren die nämlich in diesem Innenhof oder wie auch immer man es nennen möchte, ja eigentlich noch einen Springbrunnen. Den haben sie ganz weggemacht. Das finde ich sehr interessant, aber es ist vollkommen okay. Ich hätte nur nicht damit gerechnet, dass sie jetzt so ein Element rausnehmen. Wie einen Springbrunnen halt. Machen wir mal hier überall das Licht an. Da kümmere ich mich später drum. Ja, oder auch nicht. Ich kann es auch jetzt direkt machen eigentlich. Ist es eigentlich vielleicht sogar sinnvoller. Doch, jetzt schon so ein paar Sachen zu machen. Zack. Spielen wir wieder ausführlich, wie sonst auch. Da warst du im Weg, tut mir leid. Aber das habe ich ja in diesem Spiel sowieso schon festgestellt, dass Charaktere sehr gerne im Wege rumstehen. Aus irgendwelchen Gründen, die mir nicht bekannt sind. Muss ich dazu sagen. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es so eine Art Fetisch, ich weiß es auch nicht. Aber im Weg stehen oder im Weg laufen können die alle gut. Ja, du, mein, weißt du, so langsam tut es mir auch nicht leid. Auch, was auch immer du da gerade gemacht hast. Warum auch immer du so viel gemacht hast, vor allem. Aber ist okay. Er ist halt einmal so ein bisschen eskaliert. Kann passieren, ne? So. Was haben wir denn hier für diese blaue Blume? Die konnte ich doch eben auch kaputt machen. Die ist aber hier jetzt eben auch nochmal aufgeploppt, ne? Aber so auch kaputt. So, dann wollen wir mal hier das noch kaputt machen und dann gehen wir weiter, wenn es geht. In gewisser Art und Weise zumindest. Ich finde diese Blumen hier auch mega auffällig, aber ich kann damit halt leider nichts machen. Und eigentlich suche ich aufgrund von Symmetriegründen, muss ich gestehen, noch eine zweite Säule von diesem Feuer hier. Aber ich glaube, da hat das Spiel gesagt, nee, habe ich keinen Bock drauf. Ja, okay, du brauchst Wasser. Da soll ich offensichtlich noch nicht hin. Aber das ist auch okay. Ja, sammel doch das Ding da ein. Kannst du da nicht raus? So. Machen wir die beiden noch an. Und das kaputt. Und gehen weiter. Den einen, na, den brauche ich auch nicht.
Den blauen nehme ich aber dann doch mit. So, wenn sie mir schon so einfach die blauen geben, dann sammle ich die auch ein. Wenn sie mir, also, ne? So, ich meine, wer wird das denn nicht tun? So, dann laufen wir hier noch einmal im Kreis. Ist hier jetzt eine Wand? Nein, ich wollte gerade sagen, hier kann man doch bestimmt durchgehen. Gut, ja, ich habe jetzt auch nicht so Lust, hier so ewig lange rumzulaufen eigentlich. Geh einfach mal weiter. Ach, hier sind wir jetzt. Wir sind wieder am Anfang, wo wir vom Zug hergekommen sind. Ich erinnere mich. Dafür brauchen wir einen starken Charakter. Den habe ich aber noch nicht, beziehungsweise ich habe noch keinen Stärkungstrank. Aber ich habe jetzt einen Charakter mit Haustier. Das heißt, ich kann Krummbein hier auf jeden Fall mal ein bisschen graben lassen. Okay, damit bekommen wir eine Treppe. Was bringt mir die Treppe? Ich habe doch gar keinen Ort, wo ich. Ach, da soll ich die bauen. Okay. Okay. Ach so, das ist für da oben. Ah. Kann ich da nicht wieder so ein improvisierter einfach machen und mir wenig Mühe geben und da einfach hochkommen dann? So ganz blöd. Nein, okay, schade. Ja, geht doch mal jetzt. Ja, so. So, dich platziere ich da. Sag mal, was machst du denn? Mach doch einfach. Ich habe keinen Bock auf die Treppe, ich baue die irgendwann später. Okay, einen Versuch noch. Aber wenn er nicht macht, was ich sage, habe ich da echt. Das ist echt so nicht so spannend dann, ne? Ich probiere es nochmal. Er macht nicht das, was ich sage. Mit diesem blauen Teil. Mach's doch nach. Wo ist denn das Problem? Ja, jetzt. Genau, das machst du da drauf. Boah, ich krieg die Krise, ne? Ja, macht echt gar nichts mit diesem schönen Teil. Jetzt nach. Warum ist. Kannst du auch gerade nicht springen? Bist du eigentlich. Was ist denn heute. Was ist denn gerade falsch mit dem Spiel? Ja, machen wir es so. Und holen uns wieder ein Lovegood. Es ist zwar nicht die Treppe, die ich wollte. Aber wenn mir das Spiel dann nicht so die Wahl lässt, dann lässt mir das Spiel halt nicht so die Wahl. Dann ist mir das auch egal. Ich akzeptiere es in vollem Umfang. Wenn das Spiel halt mir dann nicht so. Wenn das Spiel halt nicht möchte. Geh doch hoch, bitte. Denn schon wieder falsch mit der Katze. Machen wir noch mal. So. Perfekt. Haben wir hier auch wieder ein bisschen mehr was gefunden, was wir eigentlich brauchten. Und haben mit Krummbein auch das Geheimnis gelöst. Ich denke mal, dass wir hierfür erst Ridiculous brauchen. Nein, brauchen wir nicht, okay. Wir haben dadurch sogar einen Schüler aus Gefahr gerettet. Das ist immer gut. So. Dann gucken wir mal hier weiter. Hier hat uns ja auch noch ein Tier gefehlt, soweit ich das weiß.
Da komme ich erst mit dem Reducto dran, was aber im Moment ja leider noch verboten ist, komplett. Oh ja, die Tauben, die verdienen auch mal Geld. Okay, wir gehen zum Bahnhof. Was macht man denn am Bahnhof? Oh, ich kann mich an den fünften Teil auch irgendwie wenig erinnern, muss ich sagen. Ja, mach ich doch. Ich glaube, es sagt, es kann nicht wahr sein. Geh doch einfach da weg. Und wir bauen eine. Ich kann nicht sehen. Ich würde ihn am liebsten echt. Das ist echt unglaublich, wie die im Weg stehen, ne? Aber wir haben einen Zug gebaut. Ich kann mit dem Zug jetzt fahren. Das finde ich cool. Wir können Zug fahren. Ich meine, das ist doch mal eine coole Spielzeugeisenbahn. Oder? Also ich finde, das ist eine coole Spielzeugeisenbahn. Ein bisschen weiter nach unten fahren. Oh. Aber gut, lassen wir die Spielzeugeisenbahn mal stehen und gehen weiter. Auch wenn ich das echt cool finde, muss ich sagen. Also das ist eine witzige Option auf jeden Fall, das zu machen. Pfeil nach links. Was willst du denn jetzt hier von mir? Hä? Ja, drück ich doch. Okay. Ein sehr einfaches, schweres Rätsel. Ach so, wir sind jetzt im Winter und fahren nach den Weasleys, weil wir ja geträumt haben, dass Mr. Weasley so stark angegriffen haben. Also, dass nicht wir angegriffen haben, sondern dass er angegriffen wurde. Und wir gucken jetzt mal nach dem Rechten. Ja, genau, das war diese wunderschöne Szene. Oh, da wäre Vorsicht besser gewesen. Genauso machen das Rollstuhlfahrer übrigens, wenn sie eine Treppe hoch müssen. Genauso und nicht anders. Oh, ein fähiger Klotz. Da muss bestimmt nichts dran. Ja, gut, okay, da wir jetzt in einer Mission sind, Tatsache. Erstmal gucken, was man hier denn alles machen kann, ne? Also in diesem Räumchen. Da kann man auf einen Türknauf auf jeden Fall schon mal was anwenden. Ich kann Kerzen anmachen. Da muss ich rein. Ich kann Geschirr abwaschen. Was denn auch sonst? Warum sollte ich denn auch bitte mal nicht aufräumen? Ach so, um dahinter zu kommen, zu diesem blauen, muss ich diese Tür aufmachen. Okay. Ich gebe zu, das hat jetzt irgendwie ein bisschen zu lange gedauert. Ist hier irgendwas, wenn ich das mache? Dafür bekomme ich auf jeden Fall Geld. Das heißt, ich mache es. Ob es jetzt sinnvoll ist oder nicht, ich mag es bestreiten, Stühle wegzuzaubern, weil eigentlich sind Stühle, würde ich behaupten, durchaus praktisch, wenn man sich da draufsetzen kann. Aber naja, gut, okay. Wenn man halt Stühle nicht mag, wie Harry das scheinbar gerade tut, dann zaubert man sie halt auch mal weg. Aber das Geld nehme ich natürlich gerne, was ich bekomme, weil ich diesmal
bisschen ausführlicher spielen möchte dafür. Okay, was macht das Hähnchen? Da kann ich doch bestimmt mehrfach drauf machen, oder? Das ist doch nicht einfach... Das Hähnchen ist doch nicht einfach nur so da, oder? Das läuft doch bestimmt gleich irgendwann amok. Gut, ich habe das Hähnchen nicht getroffen, aber was anderes dafür noch. Was kann ich hier noch machen? Oh, da kann ich noch was kaputt machen. Das bringt mir aber nicht so viel. Dann kann ich das dann noch kaputt machen. Sogar zweimal. Das ist auch schön. Aber es bringt mir an sich recht wenig, Tatsache gerade. Ja, gut. Gehen wir da lang. Oder lassen eine Spielzeug-Lego-Flut über uns kommen, was wir erst zusammenbauen können. Nein, 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 erst Punkte, erst Punkte. Okay, wir haben schon wieder einen Kuchen. Was wir auch immer schon wieder mit dem Kuchen machen können. Was ist hier Schönes drin? Auf jeden Fall noch mehr Stats, die uns sicherlich am Ende jetzt sonst gefehlt hätten. Gut, dass da reingegangen ist. Hier ist aber sonst nichts, auch nicht, wenn ich springe. Nein, okay, gut. Oder mal gucken, was wir mit dem Kuchen machen. Den Kuchen stellen wir auf den Tisch.